Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal GTA Geoguessr spielen und ich bin wieder überbelichtet. Was soll denn da? Unterbrechen dieses Video für eine kurze technische Störung. Nein, Spaß. Und zwar ja, gehen wir jetzt mal in GTA Geoguessr rein. Und zwar ist das hier. Und zwar. Das Spielprinzip ist einfach, wir kriegen jetzt Bilder gezeigt aus der GTA-Map und jeder, der mich kennt, der weiß, ich kenne die GTA-Map in- und auswendig, also wirklich komplett. Und genau, wir sehen Bilder oder Umgebung und müssen dann sagen, wo das auf der Karte ist. Wir fangen einfach mal, wir machen das ohne Zeit, ich mag Zeitdruck nicht. Fangen einfach an und steigern uns dann einfach. So, okay. Okay, was haben wir hier? Gut, wir sind auf jeden Fall bei diesem Theater. Ja, genau, da ist dieses Theater. Auf der Karte müsste das da sein. Das ist dieser Block. Neben was bin ich jetzt ganz genau? Ich würde sagen. Ist. Ja, 24 Meter. Wunderbar. 5000 Punkte. Perfekt. Nächste Runde. Das war doch wunderbar. Okay, ja gut. Hier sind wir natürlich mitten in der Stadt. Ich würde sagen, das gibt uns so die beste Möglichkeit. Was ist denn das da? Egal. Nee. Und zwar ist das, müsste diese Brücke hier sein. Die Frage ist, es müsste dieses Gebäude sein. Ich glaube, wir sind da. Jawohl, nur 10 Meter weit weg. Perfekt. So, eine Runde machen wir noch, dann wechseln wir den Schwierigkeitsmodus, würde ich sagen, weil das ist ja viel zu einfach. Da hier sind wir. Oh, das ist tatsächlich schon ein bisschen schwerer, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß, wo wir ungefähr sind. Das ist noch relativ. Ach so, kann ich irgendwo hingehen? Dahin? Ach ja, ich kann hier hingehen. Ja, gut. Warte mal, wenn. Ach, Bruder, warum bin ich denn so los? Dort hinten ist der See. Dort rechts sind die Berge bei Human Labs. Hinter mir müsste direkt der Mount Chiliad sein. Ja. Müsste. Ich würde jetzt mal raten. Ich sehe halt die Gebäude hier nicht so gut, ne? Ich glaube, hier sind wir. Ja, einen Schritt weiter. Achso, ich dachte da, wo wir jetzt sind, zählt und nicht da, wo wir angefangen haben. Okay, ja gut, natürlich, da haben wir angefangen. Okay, gut. Perfekt, dann 470. Ja, okay, komm. Ah, da ist wieder im Theater. So, wir spielen noch eine Runde.
Und zwar diesmal mittelmäßig. Ach so. Hä? Das ist das. Ach so, das sind die einzigen. Das ist das, was die Schwierigkeit ändert. Da komm ab in hart rein. Meine Kamerabewegung. Warte, ich darf mich nicht. Was müsste die FIB-Garage sein? Nee, oder? Auf jeden Fall müsste das irgendwo hier in der Garage, in den Garagen sein. Boah, ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. Entweder dort oder dort. Ich glaube, das ist da drin. Ah, ne, es war doch da drin. Scheiße. Ja, okay, aber die Tiefgaragen sehen gleich aus. Also, ja, gut. Ja, warte, das ist. Also, man merkt auf jeden Fall, es wird schon schwieriger. Auch wo ist denn dieser Hügel? Ist das? Hey, das ist total schwierig zu sagen jetzt, weil. Ach, warte, ich habe ja noch einen Timer, ne? Da oben. Oh, scheiße. Da, ich sag da. Ah, da. Na gut. Okay. Nicht ganz richtig, aber auch nicht so schlecht. Gut, okay, das ist einfach, würde ich behaupten. Wir stehen genau da, wo sich die Spuren trennen. Ich glaube, so da. Na, okay, doch da, okay. Ja, das weiß ich auch, wo das ist. Boah, Alter, das ist. Also es ist recht einfach, muss man sagen, wenn man die ganze Map so in- und auswendig kennt. Es müsste hier das sein. Perfekt. Nächste Runde. Also das macht, also ist schon cool. Okay, warte. Das müsste dann aber hier sein. Die Baustelle. Also, das ist da. Ich sag, okay, dann bin ich hier. Ich war doch da. Okay, ja, ich wollte erst da sagen, aber. Ja, okay, schade. Game finished. Well done. Wunderbar. Frage: werden mir diese Punkte irgendwo gespeichert? Ich die nochmal toppen kann, oder? Digga. Hart war aber nicht wirklich hart, ne? Also, Ah, was könnte man noch machen? Die Zeit war eigentlich voll okay, so. Ich würde sagen, wir gehen mal noch eine Runde rein. Kurze Runde. Ja, nicht da. Oh, Digga, hier bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Oh, Bruder, mach doch nicht diesen. Nein, ich wollte da gerade drücken, genau da. Ach komm. Och, Digga. Och, die Zeit. Ey, als ob diese Millisekunde. Ja, okay, komm. Oh, perfekt. 3 Meter von der richtigen Position. Stabil. Boah, Digga, das ist jetzt aber mies. Digga, man sieht ja fast gar nichts. Auf jeden Fall Sandy Shores. Relativ nah am Wasser. Also müsste das. Das hier ist das Strandhaus. Die Strommasten müssten hier so lang gehen. Ich glaube, wir sind.
Ich glaube, wir sind so da. Ich hab genau. Nein, diese Millisekunde schon wieder. Ey, ich darf nicht immer irgendwo neben drücken. Ja, das ist. So ungefähr da. Fühlen die weiter. Vielleicht mehr da so. Ja, das sollte hinkommen. Ach, doch da. Okay. Na gut, aber das war schon mies. Oh, nee. Obwohl, nee, das ist einfach. Die Windräder verraten es. Okay, warte. Wenn. Ist auf der. Das müsste auf der Brücke von der Autobahn sein, oder? Nicht doof. So. Also, denke ich jetzt mal. Ah, okay, ein kleines Stück weiter. So, ich würde sagen. Ach, das war's schon wieder. Ja, okay, Spiel, du. Sorry. Millisekunde, ja. Also, ich merke, ich brauche quasi genau 30 Sekunden für die schwierigen Fälle. Weil ich ja immer perfekt sein will. Ja, ich war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das kann man ja mal öfters machen. Multiplayer wäre auch ganz geil mit mehreren Leuten. Ah, geil, geil. Okay. Gut, ja. Damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und teilt mir in den Kommentaren gerne mal mit, ob ihr das feiert, ob wir sowas nochmal machen sollen. Oder schreibt Vorschläge rein. Haut rein. Ciao, ciao.